Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir waren jetzt im Geister Avalon und können hier endlich wieder raus. Und gucken mal, was jetzt hier abgeht. Sprechen wir mit der Herrin des Sees. Es freut mich, dass du deine Reise auf die andere Seite wohlbehalten überstanden hast. Durchquere den Schlosshof und betritt die Festung von Ganelon. Dort wirst du auf die Hirschlanzer des Pendragon stoßen. Strecke sie nieder und ziehe dann das Schwert der Könige. Sobald du diese mächtige Klinge in der Hand hast, suche den Pendragon im Thronsaal auf und bereite seiner Schreckensherrschaft ein Ende. Aber ob wir den Pendragon jetzt in dieser Folge, in dieser Aufnahmesession machen, das glaube ich nicht. Das ist dieses coole Haus, gegen das ich mal gerne kämpfen würde. Besiege Pendragon. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Klack, 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 klack. Hui. Moment mal, wo sind meine Begleiter? Naja, ich gehe mal. Wir sehen uns gleich bestimmt wieder. Ich bin noch gar nicht gedankt dafür, dass die mir jetzt geholfen haben, so spontan. Nein! Shit! Ah. Wupp. Machen wir es nochmal so wie früher. Ausloggen und wieder einloggen. Na du! Vincent Goldhammer. Stufe 6, Lehrling der Nekromantie. Rosa City, Robenladen. Da steht er jetzt. Seit Monaten steht er im Robenladen. Will nicht wissen, wie der riecht. Gehen wir zurück zum Kevin Kupferknospe. Der ist gerade etwas erfolgreicher unterwegs. Und... Shit! Verdammt! Ach, so ein Ärger, Mann. Ich hab doch gar nicht die richtigen Zauber jetzt dabei. Mono Kaius, was machst du denn? Na gut. Habe ich denn da wenigstens einen runden Zauber drin? Na gut, na gut. Dann machen wir es halt mal so. Müssen wir auch mal durch, oder? Ach stimmt, das sind ja noch Feuergegner. Ich hätte auch noch ein Feuerprisma. Bist du gerade in Skype oder willst du im Konfi? Alex? Stickharm, Boy. Stickharm. Ja, bevor ich irgendwas... Na komm, damit bereiten wir schon mal... Nee, ja, nee, ja, nee, ja. Kurze, knappe Antwort, nein. So, wenn die nämlich jetzt noch mit reinkommen, haben wir hier plötzlich vier Gegner. Alex, Geister, welche, auf welche Frage? Nee, Leute, das regt mich gerade ein bisschen auf. Nein, das kann ich auch nicht machen. Ich werde es jetzt einfach überlesen. Nicht kaputt gegangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viel hat er noch? 152. Shittity shit. Oh, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Das macht mich jetzt aber sauer hier. Hab ich denn wenigstens noch Stabzauber, die ich benutzen kann? Mir bricht der kalte Schweiß aus hier, echt. Das macht mich ja wahnsinnig. Hallo, ich will das nicht.
Ich atme schwer. Was habe ich denn jetzt da überhaupt? Machen wir mal alles. Da stehen wir hier am schönen Seeufer und kämpfen. Obwohl wir eigentlich viel Wichtigeres zu tun haben. Unverschämtheit. Elementarfall brauchen wir auch nicht mal. Danke nochmals, dass ich jetzt auf YouTube bin. Bitte, gern geschehen. Das ist ein Heim. Ich kann leider wieder nicht aufs Handy gucken, weil mein Akku fast leer ist. Und wenn ich auf den anderen Bildschirm klicke, dann wird das Spiel hier minimiert und stürzt ab. Du kannst natürlich im Fenstermodus spielen, aber dann seht ihr am Ende auf YouTube oben und unten schwarze Balken. Also ist irgendwie alles nicht so ganz das Wahre. Sudele. Willst du reinkommen in die Konfi von Jason und einem Freund? Leute, das ist jetzt hier so der Running Gag, ne? Alex. Jetzt den anderen mal kritisch angreifen sollen. Der hat jetzt noch Lebenspunkte übrig. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt besiegen soll. Ich habe gar keinen Zauber mehr. Scheiße, ey. Also keinen kleinen Zauber, meine ich jetzt. Nein, bitte. Ich muss mich voll zusammenreißen. Na, endlich. Sorry, sowas wollte ich haben. Nee, der hat jetzt noch 3 Lebenspunkte, ne? Ich krieg die Grenze. Ein Lebenspunkt. Ein Lebenspunkt. Das hatte ich, glaube ich. Ich glaube, das hatte ich noch nicht, Leute. Nein! Nein! Oh, Mann! Boah, jetzt flippe ich aber bald aus, ey. Jetzt muss ich mich aber gerade echt zusammenreißen. Ich werde selten wütend, Leute. Ich werde selten echt sauer. So. Tief durchatmen. Tja, da ist gerade mal das Spiel abgestürzt, weil ich aus Versehen während der Aufnahme auf Beenden gegangen bin, während Fraps läuft. Ich wollte eigentlich weiterspielen. Während Fraps läuft, darf ich nicht Beenden machen, sonst stürzt das Spiel ab. So. Ey, ich krieg die Motten. Was ist das für eine Scheiße hier? Manu, ich bin noch krank. Ich kann mir sowas nicht leisten hier. Ich wollte schön ein bisschen spielen. Und jetzt nicht so ein Quatsch hier machen. Ach, ich achte jetzt auch nicht mehr auf Rechtschreibung. Ich will nach Hause. Ich bin zu Hause. Ja. Ja. Scheiße, ich muss ja auch ins Bett, weil ich morgen arbeiten muss. Das heißt, ich werde den nächsten Dungeon nicht
machen. Shit. Das wollte ich eigentlich noch gemacht haben. Das wird jetzt immer später. Das ist also... Das wäre lange nicht mehr passiert, sowas. Ich könnte mich auch... Schnell weg hier, schnell weg. Weg, 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 weg. Ach. Endlich. Oh Mann, war das jetzt blöd, oder? Das war jetzt echt doof gelaufen. Schnell weg hier, schnell weg hier. Wo, wie komme ich denn jetzt an die zur Festung von Pendragon, frage ich mich. Muss ja irgendwas geben, wo ich hin muss. Wo muss ich jetzt hinlatschen? Das ist die Frage. Aber ein Pendragon, Dungeon mache ich jetzt nicht, ne? Das kann ich dann beim nächsten Mal machen. Auch mit Leuten. Auf jeden Fall, Pendragon werde ich nicht allein machen, ist doch klar. Und dann gucken wir mal. Ah, nee, ne? Festung von Ganelon. Du betrittst gleich einen Dungeon. Nee. Ich betrete keinen Dungeon. Anderthalb Stunden. Ernsthaft, habe ich keine Zeit für. Selbst wenn wir es jetzt schnell hinbekämen, muss ich ins Bett, weil ich morgen sehr früh raus muss. Und es ist, ich muss jetzt noch ein paar Überweisungen machen. deswegen. Gehe ich mal kurz nach Hause, in mein Häuslein. Ja, gut, dann geht's ja nächstes Mal gar nicht großartig weiter, ne? Keine weiteren Quests verfügbar. Hm. Ach hier, ich muss noch zum Francis Lux. Ja, habe alle Krähen. So, hier machen wir mal ein... Zum Francis Lux kann ich noch gehen. Da gehen wir auch mal hin. Das ist mal was Nettes. Nette Abwechslung. Nochmal zum Francis. Hier ist nette Musik. Ja, und wir können nochmal über das sinnieren, was alles geschehen ist. Geister Avalon war weniger spektakulär als gedacht. Geister Avalon wäre vielleicht... Vielleicht hätte ich es nicht hinbekommen, aber vielleicht hätte ich es doch hinbekommen. Ich weiß es nicht. Ich wollte mir Leute in meinem Level mitnehmen, aber es gab keine Leute in meinem Level. Es waren jetzt nur 4 Leute online. Aber Pendragon soll wirklich einer der miesesten Gegner von ganz Wizard 101 sein, habe ich gehört. Zumindest. Naja, wir gucken jetzt mal. Beim nächsten Mal. Vielen Dank für all deine Hilfe, Zauberer. Es ist wichtig, unsere Geschichte stets vor Augen zu haben. Es wird uns dabei helfen, den Frieden zu wahren und so an das goldene Zeitalter von Artorios erster Regentschaft anzuknüpfen. Hä? Muss ich da schon wieder jetzt hin? Hatte ich das nicht schon mal? Pendragon, gut. Das ist Kokotopia, Azteca. Grizzleheim. Ah, ich lese übrigens hier gerade einen super Kommentar vom Skydream TV. Du kannst dir auch die Rezepte für die Schlossbausteine im Kaufmannsviertel kaufen, beim DAX vor dem Inselverkauf. Dann musst du nicht darauf warten, dass du die Wände aus Sets bekommst. Das ist ein ausgezeichneter Tipp. Vielen Dank. Das gucke ich mir jetzt auf jeden Fall direkt mal an. Sehr gut, Skydream. Denn ich bin da fleißig am Bauen zu Hause und möchte da natürlich auch weiterkommen. Ihr habt da bestimmte Vorstellungen, aber mir fehlen tatsächlich ein paar Bausteine. Ich habe zwar unheimlich viele, aber ich habe von bestimmten Sorten nicht ausreichend.
Sie ist aber jetzt natürlich auch nicht eigenständig, deswegen Sets zu kaufen oder schenken zu lassen. Und das ist natürlich cool, da bin ich mal sehr gespannt. Aber da muss man wahrscheinlich, wer weiß, wie viele Zutaten für einen Baustein oder so wieder anschaffen, weil die bei Wizard 101 ja hier immer ein bisschen unfair sind, ne? Hi, Felix Navidad. Der DAX vor dem Inselverkauf. Hier. Okay. Möbelverkäufer, Schlossmakler. Vielleicht bist du ja, vielleicht riechst du ja wie ein DAX. Kleiner Busch, Wanddeko, Tapeten und Fliesen draußen. Möbel, nee, nee, das ist ja nix hier. Du hast ein Schloss. Im Kaufmannsviertel beim DAX vor dem Inselverkauf. Hier ist zu. Hier gibt es Karten. Der Halloween Raureif. Ach da, ich Trottel. Schlossbausteinrezept. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich brauche zum Beispiel... was brauche ich? Sagen wir mal, ich brauche nur ein paar Türen. Baustein mit magischer Flügeltür. Ich brauche dafür Peridot. Dot. Schattenpilz kriegst du überall. Bronzerädchen. Trollgoldkarten. Okay, aber für ein einziges. Aber es ist machbar. Boden, Fliese, breite Treppe. Mit Decken, ach so, mit Deckenbausteinen. Diese blöden Deckenbausteine. Eckdachbaustein. Genau, davon bräuchte ich eigentlich noch eins. 25.000 für dieses blöde Rezept. Sind die denn bekloppt? Perfekter Rubin. Perle braucht man dafür sogar. Fischflossen, die sind noch so teuer. Sind die bekloppt? Vampir, kein Problem. Für ein Eckdach. Nö, nö, ich habe mir da jetzt eine schöne Lösung einfallen lassen. Vielleicht komme ich mal darauf zurück. Aber auf jeden Fall sehr interessant zu wissen. Vielen Dank für den Tipp, dass es den Typen jetzt hier gibt. Ich gehe mal kurz nach Hause. Sorry, ich rotze. Und lasse euch einen ganz, ganz, ganz kurzen Blick hier drauf werfen. Weil ich so ein bisschen stolz auch bin. Aber nur ein bisschen. Aber nur ganz, ganz kurz. Also wir gehen mal hier auf die Treppe. Das kann man gerade, das ist schön so ein bisschen, nee, von da oben kann man es noch besser überblicken. Hier baue ich gerade ein Labyrinth. Ein kleines Spielchen, kleines Labyrinth. Da kann man dann so ein bisschen Spaß drin haben. Hier habe ich mir ein erstes richtiges Häuschen gebaut. Hier fehlte mir nämlich dieses Eckdach und da habe ich gedacht, gut, dann improvisiere ich halt. Deswegen gibt es jetzt hier einen Aufgang. Da kann man hier noch was reinstellen. Ach ja, hier. Nee, ist klar. Clipping-Fehler, wie immer. Das ist natürlich toll. Hier habe ich das mit Holz umkleidet und eine kleine Balustrade hingemacht, damit man hier nicht runterfällt. Hups, ich bin doch runtergefallen. Nein, was für ein Ding. Passiert zufällig dauernd hier. Wizard 101 kommt damit einfach nicht zurecht, dass man sich was baut. Oh, hier haben wir einen Geheimgang. Okay. So, hier, das ist so Abstellkammer, keine Ahnung, was ich hier reinmache. Längste der Treppe der Welt habe ich schon ein bisschen wieder abgebaut. Hier unten, das Haus hat sich nicht geändert. Hier oben, der zweite Stock hat sich ein bisschen geändert, aber nicht viel. Ah, hier gibt es ja viel zu tun. Und der dritte Stock ist jetzt auch dabei. Naja. Es ist alles Rohbau. Ich weiß auch gar nicht, ob es so bleiben wird. Weil ich kriege das hier mit den Dächern nicht hin. Das ist ziemlich scheiße. Für die Dächer brauche ich genau richtige Abstände. Und. Hier hat man dann doch zu wenig Möglichkeiten. Und naja, so richtig zufrieden bin ich nicht. Vielleicht reiße ich dieses Haus auch einfach wieder ab. Und baue... Ach, jetzt komme ich hier wieder nicht runter. Weil hier diese Stufe ist. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das nervig, echt. Haben wir denn hier was? Ja, doch, hier ist was. So, jetzt schwebt da zwar hier was rum, aber jetzt kann ich hier runtergehen. Ne, weil jetzt hier die Stufe anders ist. So, da war ein Tiger an meiner Treppe.
Ich hab's doch gesehen. Hui. So, aber es ist noch ein Riesen... Naja, Chaos. Aber es wird. Und es macht mir auch irgendwie Spaß. So, wir gehen mal nach hier oben. Von hier aus kann man es super überblicken. Was habe ich denn da gemacht? So, was brauche ich dringend. So. So, das hier werde ich euch nicht zu sehr zeigen. Das ist so ein bisschen geheim. Auch wenn die da jetzt drin rumlaufen können. Aber die wissen ja gar nicht, worum es geht. Es geht nämlich darum... Es geht nämlich darin, etwas zu finden. Ein Schatz oder sowas. So ein bisschen verwinkelt, verworren. Mal gucken, vielleicht mache ich es auch noch größer. Ja, und hier aufs Dach muss natürlich auch noch was drauf. Ja, mal gucken, was ich draus mache. So, das ist es aber schon. Mehr will ich jetzt erstmal nicht dazu sagen. Ich mache hier fleißig weiter nebenbei, offscreen. Und mal gucken, ob ich das hier noch irgendwie retten kann. Weil die Idee ist eigentlich cool, aber es ist mit Wizard 101's Technik unglaublich beschissen zu bauen. Naja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!